Ha, Lilo, kurzer Tipp. Ich hatte ja im Moment so meinen Spaß mit Umändern meines Videoportals mal temporär. Zum Beispiel auf Twitter. Twitter. So, jetzt wollte ich meine Videos mal spaßeshalber zeitlang auf Twitter machen. Wegen der Prisma-Affäre noch ein bisschen opponieren gegen Google. Ne? YouTube ist ja auch Google. So, und da habe ich mir gedacht, jetzt kann ich ja meine Videos auch mal woanders posten. Zum Beispiel bei Twitter oder so ähnlich. Und dann wollte ich meine Videos hochladen, zum Beispiel bei Ubuntu One. Bin dann, habe erstmal ein bisschen Chaos verursacht auf Twitter. Entschuldigung. Bin dann drauf gekommen, dass es nicht pfiffig ist, wie gewohnt die Videos als zum Beispiel MP4-Dateien zu speichern und den Link hier zu posten, Ubuntu One, sondern ich habe hier mich eingeloggt, mache ich gerne direkt in die Webseite von Ubuntu One, anstelle des Ubuntu One-Ordners auf dem lokalen PC zu verwenden, weil ich dort mittlerweile um die 16 GB habe und wenn ich die Distribution ändere, zum Beispiel hier auf Debian, müsste ich immer 16 GB erstmal wieder synchronisieren. Deshalb logge ich mich gerne hier auf Ubuntu One direkt ein, lade mein Video hier in dem Beispiel hoch und publiziere dort den Link. So, und jetzt habe ich dann irgendwann diesen Link und bin mittlerweile darauf gekommen, am pfiffigsten ist WebM zu benutzen. Denn wenn ich dann auf Twitter zum Beispiel oder einer anderen Webseite dann den Link poste, öffnet sich direkt das entsprechende Video. Gut. Dann könnt ihr euch das Video werbefrei anschauen. Das geht sofort los. Ich stoppe das jetzt mal hier. Mit Rechtsklick könnt ihr sogar das Video abspeichern. Habt sofort hier Creative Commons bei mir. Eine WebM-Datei, die ihr irgendwo abspeichern könnt. Werbefrei geht sofort und den Link könnt ihr auch weiter posten. Wunderschön. Gut, da musste ich erstmal hin. Der Vorteil von der Nummer ist A. Ich habe hier beim WebM-Format sehr, sehr kleine Dateigrößen, ne? 13,3 MB oder 22,8 MB. Zunächst hatte ich es wie gewohnt eigentlich, meine Videos im MP4-Dateiformat gemacht. Zum Beispiel mit PTV. Mittlerweile bin ich dann, wie gesagt, drauf gekommen, es wäre pfiffiger, mein Video so zu posten, meinetwegen video.webm. Im Containerformat WebM Video habe ich 15 Frames per Second, weil ich bei Record My Desktop sowieso nur 15 Frames per Second habe. Codec ON2 VP8 Audio ist so eingestellt. Das kann ich natürlich mit der Zeit noch optimieren, falls es zu kleinen optischen Fehlern kommt aufgrund der hohen Komprimierung, kann ich ändern. Bei KDN Live kann man das natürlich auch machen. KDN Live verwende ich gerne, wenn ich zum Beispiel von meiner Videokamera aufnehme. Da bekomme ich MTS-Dateien, da kann ich auch mal schnell einen Audio-Track drunter packen, geht genauso gut, habe ich auch die Möglichkeit zu rendern im Format WebM. Da muss man mit den Einstellungen noch ein bisschen spielen, geht wunderbar. Wie gesagt, von der Dateigröße zeige ich gerade mal. Gehen wir mal auf meinen Video-Ordner ohne YouTube, ne? Da habe ich das jetzt mal schön nebeneinander gezeigt. Also ursprünglich war zum Beispiel das eine Video eine OGV-Datei, aufgenommen mit Record My Desktop. Im MP4-Format war es 117 MB groß, im Original OGV 115 und als WebM nur noch 23,9 MB. Oder das andere Video, das ich dann ursprünglich mit KDN Live gemacht habe, später mit PDV nochmal konvertiert habe zu WebM, weil es schon ein MP4 war, war ursprünglich eine MTS-Datei von meinem Videokamera. Und da habe ich noch eine MP3-Datei von Jamendo drunter gelegt. Als MP4 war es 307 MB groß. Als FLV, zum Beispiel Flash-Datei, war es 206 MB groß. Und als WebM nur noch 13,9 MB groß. Wunderbar. Deshalb finde ich das WebM im Moment für mich, zum Beispiel um auf Twitter das mal eben zu posten, ganz nett. Wie gesagt, am Anfang habe ich jetzt noch ein bisschen Chaos verursacht, habe zuerst als MP4 und wie auch immer, und dann haben die Leute gesagt, das kann ich gar nicht direkt abspielen und warum ist das so groß? Jetzt denke ich, habe ich dann Format gefunden, wo ich gleichzeitig hier auch noch ein Backup habe von meinen Videos. Ihr habt keine Werbung momentan,
könnt es direkt speichern, braucht keinen YouTube-Download-Manager. Und wie gesagt, hier auf dem Eiswiesel, der nichts anderes ist als der Firefox, ist auch kein Adobe Flash Player notwendig, sondern ein Open Source freier Flash Player könnt ihr direkt abspielen mit was auch immer ihr wollt. Gut, ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.